Die Pokémon-Welt ersetzt die komplette Tierwelt. Das heißt, wenn die Fleisch, Fisch essen, sind das immer Pokémon. Im Laufe des Anime gibt es zum Beispiel Folgen, wo Karpadore gegessen werden. Das heißt, Taurosse werden auch gegessen? Möglicherweise, ja. Und geschlachtet? Möglicherweise, ja. Oh, dann werde ich zum Poketarier jetzt. Moin moin ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Sofensa, dem Pokémon Anime Review Podcast. Mit dabei sind Anime wieder Biri. Ist aber neu. Ja, hallo. Und ja. Ja. Ja, jetzt sind wir auch dabei. Hallo. Ja, hi. Ja, Leute, wir haben ein bisschen Schwierigkeiten gehabt diesmal. Wir wollten gestern schon eine Folge aufnehmen, aber unser Internet hat gestreikt. Deswegen sind wir jetzt so ein bisschen raus und müssen wieder reinfinden in die Folge. Aber ich glaube, das schaffen wir gemeinsam, oder? Ja. Ja. Man hätte ja jetzt sagen können, dann guckt sie nochmal, aber... Dann fallen einem so andere Sachen nochmal auf, die man... Also dann wird es irgendwann einfach sehr lang. Und es war jetzt auch nicht, um es mal vorwegzunehmen, die mega gute, beste Folge. Ja, das wird ab heute eine kleine Neuerung sein. Und zwar werden wir am Ende der Folgenbesprechung die Folge mal bewerten. Und zwar bewerten wir die Folge in Pokébällen. Und zwar von 1 bis 6. Wobei 1 schlecht ist, ein Pokéball ist schlecht und 6 Pokébälle heißt dann... Die Folge hat uns sehr gut gefallen und da bin ich mal gespannt, wie wir die Folge heute finden und ihr könnt uns dann ja auch mal einen Kommentar lassen, wie viele Pokébälle ihr vergeben hättet für die Folge oder für die kommenden Folgen auch. Die Frage ist, ob wir es als Umfrage machen auf Spotify, aber nee, Kommentar ist besser, als wir mal andere Umfragen haben, ja. Was ist sonst? Und apropos Umfrage oder Nachfrage oder Richtigstellung, bevor wir jetzt mit der Folge anfangen, lest doch mal, was uns da so Interessantes geschrieben wurde. Ja, wir haben einen Kommentar bekommen zu der Folge Glumanda, ein Pokémon in Nöten. Und zwar hatten wir in der Folge darüber diskutiert, wie es ist, kann man ein Pokémon mit einem Pokéball fangen, was schon ein Trainer hat. Ne, wo wir gesagt hatten, ja. Ja, weil es ja auch jetzt in dem Fall ja auch gar nicht so offensichtlich war, dass Glumanda einem Trainer gehört. Genau. Und wir hatten die Loyalität des Pokémon angesprochen, dass ein Pokémon, was glücklich ist mit seinem Trainer, sich ja gar nicht fangen lassen wollen würde und hatten darüber gesprochen, dass im Spiel, in den Spielen sagt das Spiel einem, du kannst keinen Ball werfen, denn das Pokémon gehört jemandem. Im Anime ist es in der Regel so, dass spätestens, wenn Ash den Ball werfen will, jemand reinkommt und sagt, hey, stopp, das ist meins. Ne? Bei Glumanda war es jetzt ein bisschen anders. Glumanda hat den Ball am Anfang abgewehrt und später, als es die Loyalität zu seinem Trainer aufgegeben hat, hat es zugelassen und ist dann ja von Ash gefangen worden, obwohl es ja eigentlich einen Ball von Damien zugehörig ist. Ne? Also ein bisschen anders. Mhm. Und einer unserer Zuhörlingen hat geschrieben, selbst Pokémon, welche keine Loyalität besitzen, hätten jedoch eine ID-Registrierungsnummer im Pokédex des jeweiligen Trainers, würden somit nicht automatisch andere Pokébälle, die auf einen anderen Trainer registriert sind, zwangsläufig keine Wirkung auf solche Pokémon haben. Das hat er zu bedenken gegeben. Und das finde ich ganz interessant, denn es ist ja so, wenn du ein Pokémon fängst, bekommt es deine ID zugewiesen, der Pokéball mit dem Pokémon, beziehungsweise eine Registrierungsnummer, so wie Krämer das hier schreibt. Aber der Kommentar kommt von mkrämer223. Genau. Danke dafür. Ja, vielen Dank für den Gedankenanstoß. Im Prinzip, man kann ja, wenn beide freiwillig das geht, man kann Pokémon tauschen, das heißt die ID, aber dann behält es den Ball. Ist schon schwer zu sagen, aber ich finde es nochmal eine interessante Einstreuung in den ganzen Prozess. Ja, ein interessanter Blickwinkel. Hat uns auf jeden Fall auch, also wir haben das gelesen und haben darüber auch diskutiert. Also ja, cool. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Wollen wir jetzt mal zu der aktuellen Folge kommen? Die 13. Folge? Ja, okay. Los. Folge 13, der geheimnisvolle Leuchtturm. Und wie ihr wisst, jetzt auf Japanisch, Obach. Masaki no Todai. Übersetzt so viel wie Masakis Tempel. Leuchtturm. Ich sage ja, Google sagt Tempel. Ja. Aber wir wissen ja, Leuchtturm, du hattest ja auch nochmal nachgeguckt. Leuchtturm, Masaki ist die Übersetzung des Namens. Also
so heißt der Charakter in der japanischen Version. Heißt Bill. Nämlich nicht genau Bill, der Leuchtturmwärter in dem Fall. Macht also Sinn, Masakis Leuchtturm. Erschienen ist das Ganze am 24. Juni 97, immer noch wöchentlich in Japan. Auf Englisch das Ganze Mystery at the Lighthouse am 24. September 98 erschien. Und auf Deutsch Der geheimnisvolle Leuchtturm erschien am 17. September 99. Und ich könnte mich jetzt gar nicht so zwischen dem Japanischen und Deutschen entscheiden. Obwohl, doch, kann ich. Ich entscheide mich für den Japanischen. Ja, ich auch. Ich, ganz klar, ich finde es gut, dass der Name des Charakters mit drin ist. Und also es ist halt, im Prinzip ist der japanische Name ja in drei Worte, ne? Masaki no Todai. Und das, ich bin mir halt nicht sicher, wie man das jetzt übersetzt. Ist es Masaki, also Bill, vom Leuchtturm oder der Leuchtturm von Bill? Finde ich beides spannend, aber dennoch finde ich, das beschreibt die Folge am besten. Denn an und für sich finde ich, ist der Leuchtturm an sich ja nicht geheimnisvoll oder mysteriös, sondern das Geschehen drumherum. Ja, das ist mir nämlich, gerade wo ich drüber nachgedacht habe, welcher mir am besten gefällt, ist mir das nämlich auch so in den Sinn gekommen, weil das Geheimnisvolle passiert ja nicht im Leuchtturm, sondern, ja, werden wir ja gleich erfahren. Ja, bevor du loslegst, nee, leg mal los, ich unterbreche einfach wieder. Okay. Die Folge startet so, dass die Freunde sich mal wieder verirrt haben. Der Erzähler führt uns dann durch eine kurze Zusammenfassung der Geschehnisse und das passiert aber auch, indem Ash, Misty und Rocco sich ein bisschen noch darüber unterhalten. Also es ist wie ein Gespräch der Freunde, kommentiert von dem Erzähler, und so wird uns erzählt, was bisher passiert ist. Nämlich, dass Ash jetzt 6 Pokémon hat. Um das nochmal zusammenzufassen, es sind Pikachu, mit dem er gestartet hat, dann Smetbo, Tauburga, Bisasam, Glumanda und dann Shiki. Damit hat er die 6 Pokémon und er hat 2 Orden. Das Ganze wird erzählt, wie gesagt, so ein bisschen in einem Gespräch zwischen denen. Ash sagt, oh, ich habe schon 2 Orden. Misty sagt, aber du hast nicht 2 Orden gewonnen, sondern du hast sie aus Mitleid bekommen. Einmal von Rocco und von meiner Schwester. Mhm. Also zu der ganzen Situation unterbreche ich jetzt schon mal und muss sagen, dass Misty die Gesamtsituation sehr gut auf den Punkt bringt. Das fand ich richtig, saß da nur und habe gedacht, genau, richtig, Haken dran, sehr gut. Ja, aber auf der anderen Seite hatten wir ja auch darüber gesprochen in den letzten Folgen, ich weiß nicht mehr genau in welcher, dass die Arena-Leiter dir die Lizenz entziehen können, wenn du nicht gut bist zu deinem Pokémon. Demnach sollten sie gute Trainer daran messen, wie sie auch mit ihrem Pokémon umgehen. Ja. Und dann ist er ja, ist es ja schon eine Auszeichnung wert, dass Ash, das haben wir mehrfach schon gesagt, gute Entscheidungen trifft und ein guter Trainer ist, auch wenn er noch nicht gut genug im Kampf ist. Ja, richtig, sicher auch so, aber ich finde, dass sie ihn so richtig schön auf den Boden der Realität mal wieder zurückholt, weil er ja immer, naja, er ist ja so ein kleiner Prahlhans, ne, und dass sie dann sagt, naja, hätte sie nicht geschenkt bekommen, dann hätte es jetzt gar keinen, und also. Ja, obwohl er sie so nicht aus Mitleid so, bekommen hat. Nein, so böse sagt es nicht, aber. Doch, sie sagt es böse. Ja, aber sie sagt, du hast sie nur aus Mitleid bekommen. Sie holt ihn auf den Boden der Tatsachen zurück. Ja. Und das finde ich ganz witzig in der Szene. Mag ich sehr. Ja, das stimmt. Dann sagt Ash, ja, aber ich habe schon 6 Pokémon gefangen. Und Misty sagt, nein, die Hälfte davon ist dir einfach hinterhergelaufen. So, ne, also du hast nicht mal Pokémon selber gefangen. Du hattest einfach nur Glück, die sind dir hinterhergelaufen. Aber auch das ist ja eigentlich, ja, das stimmt. Es stimmt. Er hat eigentlich keinen Arena-Trainer besiegt. Und er hat eigentlich bis auf, lass mich überlegen, ja, Raupi hat er gefangen, aber ohne es zu schwächen. Also auch einen Fehler gemacht. Tauburga hat er gefangen. Er hat zwar auch einen Fehler gemacht, aber trotzdem hat er Tauburga gefangen. Und das war's. Bisasam hat er zwar im Kampf besiegt, aber naja, egal. Also Misty ärgert ihn so ein bisschen und Ash ist dann so ein bisschen geknickt. Und dann startet die Folge eigentlich erst so richtig von der Handlung, denn er setzt sich von den anderen ab und kommt an einen Strand, wo er dann auch alleine ist. Und er will jetzt beweisen, ich bin ein guter Trainer, ich kann meinen eigenen Weg gehen. Steht er jetzt am Strand und überlegt so, oh Mist, und ist so ein bisschen Depri. Und dann sieht er ein Krabi im Sonnenuntergang am Strand laufen. Ja, ein recht unspektakuläres Pokémon. Ich liebe Krabi. Ich finde, Krabi ist so ein richtiger Charakter in den Anime-Folgen, wenn es da ist. Also ich finde ihn jetzt auch nicht doof. Ich finde ihn jetzt auch nicht, um ihn zu haben, um das abzuhaken, hätte ich ihn wahrscheinlich gefangen. Aber ja. Vielleicht wächst er mir ja noch ans Herz. Ich finde es ganz süß, der Pokédex sagt Ash, dass das ein besonders kleines Exemplar ist. Und Ash will es ein bisschen trösten und findet so,
Dutzi Dutzi mit dem Finger und Krabby kneift zu. Er schjault auf und sagt, jetzt zeige ich es dir. Und Krabby stellt sich ihm direkt gegenüber. Und es ist dann, weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, mir ist es sofort aufgefallen, Krabby geht im Prinzip den Kampf ein. Nicht Ash, sondern Krabby stellt sich auf und die klassische Musik aus den Pokémon-Spielen, sobald du von einem wilden Pokémon attackiert wirst, läuft. Das ist mir nicht aufgefallen. Also jeder, der die Spiele viel gespielt hat, hat das sofort im Ohr. Ich fand's ganz lustig und Krabby ist im Prinzip bereit zu kämpfen. Was ich so ein bisschen doof finde, ist, dass er ständig mal ein Pokémon rausholt, sondern ihm einen Stock hinhält, Krabby den Stock zerkleinert und er dann den Pokéball direkt wirft. Ja, das fand ich auch wieder ein bisschen befremdlich. Im Prinzip hat er es halt nicht mal wieder selber gemacht. Naja, schon, aber halt... Wieder nicht richtig. Nicht richtig, genau. Das meinte ich ja, falsch ausgedrückt. Nicht richtig, ja. Ja, nichtsdestotrotz bleibt Krabby im Ball, auch wenn es nicht geschwächt wurde, nur durch das Zerkleinern eines Stockes. Und Ash freut sich, hält den Ball hoch und der Ball löst sich in nichts auf. Und er ist tierisch verwirrt. Ja, wo sie ja schon ein paar Minuten vorher darüber gesprochen haben, dass jeder Trainer nur 6 Pokémon mit sich tragen kann. Ja. Der ja eigentlich hätte wissen müssen, oder es hätte ihn in den Sinn kommen müssen, ja, ob ich jetzt das Krabby fange oder Peng, bringt mir ja nichts. Aber hier soll jetzt natürlich etabliert werden, dass die Pokémon dann zu Professor Eich geschickt werden. Genau, das erzählen dann ja Mist. Er ist halt verwundert. Ich glaube, er wusste einfach nicht. Er wusste, dass man nur 6 Pokémon dabei haben darf. Das wurde ja vorher besprochen. Aber er wusste nicht, dass die dann automatisch wegtransportiert werden. Wegteleportiert werden, sagt ja Misty ihm dann. Mhm. Und ich glaube, Rocco erklärt dann, ja, die kommen zu dem Professor, von dem du quasi dein erstes Pokémon bekommen hast. Wäre nicht immer Professor Eich, aber in Ashs Fall ist es dann halt Professor Eich. Ja, nee, die Pokémon-ID ist ja dann damit Professor Eich zugewiesen und dadurch weiß der Pokédex schickt quasi dann das Pokémon zu dem jeweiligen Professor, Doktor, wie auch immer, ins Labor. Genau. Finde ich ganz spannend. Das finde ich eine ganz coole Erklärung. So, Ash hat dann ein bisschen Angst, dass Professor Eich Krabby essen könnte. Fand ich auch ein bisschen dösig, aber gut. Ja, aber das ist, also so dösig ist das gar nicht. Mir stellt sich halt die Frage, essen die da vielleicht wirklich Krabby? Weil eigentlich ist es ja so, auch wenn wir das schon zweimal hatten, dass es nicht ganz so war, die Pokémon-Welt ersetzt die komplette Tierwelt. Das heißt, wenn die Fleisch, Fisch essen, sind das immer Pokémon. Im Laufe des Anime gibt es zum Beispiel Folgen, wo Karpadore gegessen werden. Das heißt, Taurosse werden auch gegessen? Möglicherweise, ja. Und geschlachtet? Möglicherweise, ja. Oh, dann werde ich zum Poketarier jetzt. Ja, wir essen ja auch Krabben. Also wir beide jetzt nicht. Aber also bis jetzt haben wir keine Krabben gegessen oder Krebse. Nee. Aber es gibt durchaus Menschen, die essen Krebse. Und in der Pokémon-Welt sind Krebse halt Krabbis. Ja, es ist nur ein Anime. Nein, alles gut. Bevor jetzt das Fass mache ich nicht auf. Dann würde ich sagen, guten Appetit. Aber natürlich ist es nicht so, dass Professor Eich das Krabby ist. Das erfahren wir nämlich später. Da würde ich sagen, fahren wir dann nochmal. Genau, weil sie gucken jetzt, das Wetter wird, glaube ich, ein bisschen schlecht. Ne? Es zieht zu. Nee, sie suchen ein... Also Misty will unbedingt in ein Bett schlafen. Ash will unbedingt mit Eich telefonieren, aber es ist kein Telefon in Sicht, natürlich am Strand. Genau so. Und Rocco will unbedingt mal wieder in einer Küche kochen. Das ist deren Grund, jetzt eine Unterkunft zu suchen. Und Pikachu sieht in der Ferne einen Leuchtturm. Und da in die Richtung machen sie sich dann jetzt auf. Was ich aber noch kurz sagen wollte, Rocco erklärt noch, dass man in dem Pokédex an einem weißen Knopf sagen kann, dass man einen Tausch vollziehen will. Ja. Also Ash könnte jetzt den weißen Knopf drücken und dann eines seiner aktuellen dabei Pokémon, Team Pokémon, im Prinzip tauschen gegen das Krabby. Das finde ich sehr spannend, denn eigentlich dachte ich immer, dass man Pokémon nur im Pokémon Center oder in so Tauschstationen hin und her schicken kann. Ich wusste nicht, dass das auch über den Pokédex geht. Ich glaube, das wird auch sonst nicht mehr weiter erwähnt. Nee, sonst machen sie das immer am Telefon und er legt seinen Pokéball auf diese komische Ablage. Ja, stimmt. Vielleicht ist das aber nur so, wenn man gerade ein neues gefangen hat. Denn in den Spielen, zumindest in den späteren Generationen,
Situation. In der ersten ist es noch nicht so. Ich spiele das ja gerade. Wenn du dein Team voll hast, geht dein Pokémon automatisch auf ein Pokémon-Lagerungssystem in die Boxen. Aber später ist es so, dass du, wenn du das siebte fängst, du gefragt wirst, möchtest du das ins Team aufnehmen und dafür ein anderes wegschicken? Ja, ich überlege gerade, vielleicht haben sie es aber auch im Laufe des Prozesses jetzt dann angepasst, so dass das vielleicht so geplant war jetzt mit diesem weißen Knopf auf dem Pokédex. Mhm. Sie dann aber beim Schreiben irgendwie gemerkt haben, vielleicht, nee, wie ist es in den Spielen und dass man das irgendwie, weil das mit diesem, wenn der Professor Eich anruft und dann Pokémon tauscht oder hin und her schickt, ist es ja schon geil gelöst, dass das viel spektakulärer aussieht im Anime, als wenn er da jetzt nur auf den weißen Knopf drückt. Ja. Vielleicht ist das so eine Entwicklung beim Zeichnen gewesen und das war jetzt die erste Idee und dann kam der Blitz und dann, ach nee, lass uns das lieber so machen. Deswegen kommt es vielleicht im Anime auch nicht mehr vor. Ja, und sonst hättest du halt ja, also wenn man jetzt mal von einem realistischen Szenario ausgeht, kannst du ja sagen, hier, dich fordere ich zum Kampf raus. Welche Pokémon hast du dabei? Okay, ich tausche jetzt in meinem Team nochmal durch. Weißt du so, was ich meine? Wenn du an jedem Ort einfach tun könntest. Und das andere ist halt auch, das kannst du halt auch durch diese Tauschstation, nenne ich sie jetzt einfach mal, ja, kannst du es natürlich auch bildlich besser darstellen, als wenn er da irgendwelche Knöpfe auf seinem Pokédex drückt. Ne? Also, wie gesagt, es ist vielleicht auch, ja, storymäßig dann schöner umzusetzen, wenn es auf so einer Station passiert, als auf dem Pokédex. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht war das so ein Prozess im Zeichnen, im Story machen, dass sie gesagt haben, nee, das ist irgendwie, ist das doof. Und haben sich dann vielleicht sogar just in dem Moment auch überlegt, nee, lass uns das doch vielleicht so machen. Weil wie wollen wir das jetzt verdeutlichen? Weil er holt jetzt irgendwo das Pokémon her und dann muss ja der Ball, der taucht dann auf einmal auf und das wäre ja dann wäre es ja schon wieder so in die Sci-Fi-Richtung gegangen. Die Frage wäre halt, ne, müsste er jetzt, ich würde halt gerne sehen, wie die sich das vorgestellt haben auf diese Art. Müsste er jetzt sagen, okay, ich nehme jetzt Tauburga, halte die gegen den Pokédex, drücke den weißen Knopf und dann wird genau der ausgewählt? Oder das ist halt einfach sehr, sehr schwer umsetzbar, glaube ich, im Anime. Ja. Wenn du im Spiel einfach die Frage kriegst, möchtest du das jetzt ins Team und dafür ein anderes wegschicken, das ist einfach nur eine Textzeile. Ja, bei Pokémon Go ist es ja eh komplett anders. Ja, naja, ich dachte nur, das wäre noch, also wenn jemand da Erfahrung hat von unseren Zuhörlingen, ich kenne mich mit dem Pokédex an und für sich zu der Zeit wirklich nicht gut aus, da würde ich gerne mehr Infos haben über die Pokédex-Möglichkeiten und ob das nochmal kommt oder ob es jetzt nur einmalig so war und dann das so ist wie in unseren Erinnerungen, dass es immer am Telefon passiert. Also. Ja, so. Schreibt uns. Genau. Solange wie wir jetzt geredet haben, so lange haben die sicherlich auch gebraucht zum Leuchtturm. Wahrscheinlich. Wenn nicht sogar länger. Es ist nämlich auf einmal dunkel. Die Sonne ist komplett untergegangen und sie sind am Leuchtturm angekommen und sagen auch, dass es ein längerer Weg war, als sie dachten. Und sie stehen vor der großen Tür am Leuchtturm. Ja, und da fing es an bei mir an, so ein bisschen, weil die ganze Folge so düster war. Ja. Das war schwer für mich zu gucken gestern. Aber ich hatte gestern noch keine gute Laune, von daher. War es denn noch ein bisschen schwieriger. Möchtest du aber was zu dieser Tür sagen, bevor wir durch die Tür durchgehen? Ja, wollte ich. Ich wollte es auch alles haarklein aufschreiben, habe ich aber nicht, weil auf dieser Tür waren natürlich, was war das für eine Tür? Eine Eisentür? Ich hätte jetzt eine Holztür gesagt, aber ja, es könnte auch eine Eisentür gewesen sein. Und oder Stein? Die war unterteilt, also es waren viele kleine Kästchen drauf. Ja. Schön in Reihe und Glied und in jedem Kästchen war ein Emblem, eine Schnitzung, wie man auch, weiß ich nicht, wie ich das nennen soll, ein Aufdruck von Pokémon. Ja. Und zwar von den verschiedensten. Und ich weiß noch, Ditto, ich glaube Mew war drauf. Nee. Anton, doch, Mew oder Mewtwo. Eins von beiden. Mewtwo war drauf. Dann war es Mewtwo. Das hat mich sehr überrascht. Ja, nämlich. Und da habe ich auch gleich in meinem Pokémon Go Pokédex geguckt und war überrascht, dass Mew und Mewtwo halt auch und der Kanto verordnet sind. Ja, ja, das sind die Kanto-Pokémon. Mew ist 150, das 150. Mewtwo und Mew ist das 151. Ja, da habe ich erstmal geguckt, weil mir das nicht so bewusst war. Ich dachte, die kommen später. Ja, also alle möglichen Pokémon und... Ja, ich habe sie tatsächlich alle rausgeschrieben. Na, dann leg mal los. Also es sind drauf Sichlor Arcani wieder, Gengar, ja, Ditto, Mewtwo, Tauros, Slimog, Traumato, Lamara, Aquana, Blitzer, Owei, Golbat, Sazenia, Kabutops, Lavados,
Zapdos, Lapras, Mushas, Pinsir und Ammonitas. Das sind die, die ich erkannt habe. Gebe ich dir recht, wenn ich so drüber nachdenke, kommt das hin. Aber ich finde es halt wirklich, ich fand es wirklich krass merkwürdig, dass Mewtwo drauf ist. Aber ja, lass uns durch die Tür gehen. Die Freunde klopfen. Klopfen sie oder klingeln sie? Bin mir nicht sicher. Sie klingeln, glaube ich. Mhm. Und ich fand schön, ja, dass Rocco gesagt hat, lasst uns bitte rein, ich möchte was Schönes kochen. Ja. Also, wo ich so dachte, okay, also wenn bei mir einer vor der Tür stehen würde und sagen würde, hey, kann ich reinkommen? Also lässt du mich in dein Haus? Weil ich würde gerne was Schönes kochen. Würde ich sagen, ja, du hast doch wohl nicht alle Latten am Zaun. Siehst du, dass du Land gewinnst? Also fand ich wirklich witzig. Und Misty hat, glaube ich, gesagt, und ich will in einem schönen Bett schlafen. Und Ash hat gesagt, er muss dringend telefonieren. Ja, also wären für mich alles Argumente, wo ich so natürlich sagen würde, ja los, rein mit euch. Obwohl, also ich finde dieses, ich muss mal dringend telefonieren, kann ich noch am ehesten verstehen, wenn man die Zeit bedenkt, dass zumindest hier in Deutschland da noch nicht die Handys so mega groß waren, 97. Das wäre für mich ein Grund, jemanden reinzulassen. So, ich hatte gerade einen Autounfall, ich muss mal dringend telefonieren. Okay, hier ist das Telefon. Und der gute Deutsche, hätte dann gesagt, ja, aber erst nach 18 Uhr, das ist billiger. Naja, Bill lässt sie auf jeden Fall rein, aber er ist immer noch nicht in Persona da, sondern man hört nur seine Stimme aus der Ferne. Und die Stimme sagt auch hier, direkt rechts ist das Telefon. Und Ash geht dann direkt an das Telefon, ein so Fensertelefon mit Bildschirm. Hätte ich auch gern. Ja, voll gut. Und ruft Eich an, Professor Eich. Professor Eich ist tatsächlich gerade dabei, eine Suppe oder etwas zu kochen. Und Ash, oh Gott, nein, sie kochen jetzt aber nicht hier mein Krabi. Und Ash sagt, nein, Eich sagt, nein, dein Krabi ist wohlerhalten angekommen. Und Krabi steht hinter Professor Eich in einem winzigen kleinen Goldfischglas. Habe ich mich auch kurz drüber aufgeregt, innerlich. Ja, mit dem Sticker drauf, wo Ash zu sehen ist. Ja, genau. Aber ich dachte, also wir wissen ja, dass bei Professor Eich die Pokémon später deutlich besser aufgehoben sind und gut versorgt sind. Aber ja, das dachte ich schon so, okay, also in diesem Glas hätte Krabi sich halt nicht mal einmal umdrehen können. So ungefähr. Nein, sagt auf jeden Fall Professor Eich, ich esse dein Krabi nicht, da würde ich nicht mal von satt werden, so winzig wie das ist. Das von Gary allerdings, das gäbe eine vernünftige Mahlzeit, das wäre großartig. Und Eich zeigt dann, dreht dann die Kamera so ein bisschen und zeigt ein doppelt so großes Krabi in Glas, was ein Aufkleber von Gary drauf hat. Jo, nee, da ist kein Aufkleber drauf. Nee? Habe ich drauf geachtet. Ah, okay. Und außerdem erwähnt Professor Eich nebenbei auch nochmal, dass Gary schon 45 Pokémon gefangen hat. Ja, der war ein bisschen fleißiger. Mhm, das stimmt wohl. Die Freunde oder Ash erzählt Professor Eich dann, dass sie in einem Leuchtturm sind und Professor Eich sagt, ah, das muss Bills Leuchtturm sein und Bill ist ein Pokémon-Forscher so wie ich und der kennt sich noch viel besser aus als ich mit Pokémon. Das ist schon mal ein Lob, würde ich sagen. Ja. Ja, bevor es dann in dem Leuchtturm weitergeht, geht es dann am Strand nochmal weiter. Wer ist denn am Strand? Ja, Team Rocket steht da. Die haben die Knirpse verfolgt und erkennen anscheinend auch den Leuchtturm, weil sie sagen, ne, hier, da wohnt Bill, der hat bestimmt viele schöne Pokémon und das wäre doch ein gefundenes Fressen, die jetzt zu schnappen. Bevor das aber alles losgeht, bevor sie sich einen Plan machen, feuern sie ihren Spruch raus. Und was ich auch nicht so in Erinnerung habe, dass sie das machen, also in meiner Wahrnehmung stehen sie immer vor Ash oder vor irgendjemanden und ja, machen den Spruch und machen dieses, jetzt gibt's Ärger, nicht so ins Blaue hinein. Ja. Weil sie haben ihn in dem Moment für keinen gemacht. Das stimmt, also eigentlich nur für uns, für die Zuschauer. Ja. Ich fand den Spruch sehr düster, ja, bedrohlich, dunkel. Ja. Ja. Und dann, ja genau, und dann stellen sie fest, okay, wenn wir jetzt die Straße lang gehen, dann sieht man uns. Wir könnten auch hochklettern, was noch wichtig wird für den Verlauf der Folge. Wir könnten an der Steilküste hochklettern beim Leuchtturm, dann sieht man uns nicht. Ist aber auch kackengefährlich. Und wir haben Höhenangst. Ja. Und Mozi ruft ja, sie dann zur Raison und sagt, los jetzt, wir sind keine Feiglinge, wir schnappen uns die Pokémon. Genau, das heißt, wir werden sie irgendwann an der Steilküste wahrscheinlich wiedersehen, weil den Vordereingang nehmen sie nicht. Währenddessen, was passiert im Leuchtturm? Im Leuchtturm stoßen die drei
Freunde dann endlich auf die Stimme, auf die Herkunft der Stimme. Da ist nämlich Bill in einem riesen Kostüm, Pokémon-Kostüm. Sie haben jetzt auch erstmal Angst vor ihm, weil sie denken, da ist ein riesen Pokémon, das spricht. Aber es ist Bill, der gerade in einem Experiment war und Hilfe braucht, um wieder aus dem Kostüm zu kommen. Er kommt nämlich nicht an den Knopf in seinem Kabuto-Kostüm, weil er da keinen langen Arme hat. Ja, sehr süß. Ja, sie helfen ihm und Bill erzählt ihnen dann so ein bisschen von der Forschung und die er so betreibt und wir können in dem Rahmen vielleicht das abkürzen und direkt über Bill sprechen und was er dann quasi auch so über sich erzählt. Ja, ich habe noch was Kleines noch, aber es ist jetzt nicht über Bill. Und zwar der Leuchtturm wird irgendwie, also im Spiel ist es glaube ich ein Küstenhaus, kann das sein? Ja. Ist jetzt nicht unbedingt ein Leuchtturm. Und ja, dass es hier ein Leuchtturm ist, nenne ich es auch so. Und der Leuchtturm steht am nördlichsten Kap Kantos und zwar in der Nähe von Azuria City. Genau, das wäre Route 25 oben. Das habe ich rausgefunden und jetzt kannst du uns ja was über Bill erzählen. Ja, Bill ist ein Pokémon-Forscher, der das Pokémon-Lagerung System erfunden hat und sich zur Aufgabe gemacht hat, jedes Pokémon der Welt zu finden und zu erforschen. Dabei muss er es nicht unbedingt besitzen. Er versorgt nicht nur Kanto, sondern auch noch Johto. Da kommt er nämlich her, ursprünglich mit dem Pokémon-Lagerungssystem und verwaltet die Pokémon-Boxen, auf denen wir unsere Pokémon immer schön lagern können. Das ist so seine Erfindung und er ist einer der wenigen Menschen, der die Aufenthaltsorte der legendären Vögel von Kanto kennt, Arctos, Zapdos und Lavados. Mhm. Bill hat auch eine Familie, die immer mal wieder auftaucht. Ich weiß, dass seine Schwester, meine ich, müsste in Dukatia City noch wohnen, wo auch Bill herkommt. Und in Fuxania City wohnt eine weitere Schwester und sein Großvater. Die begegnen uns zumindest in den Spielen. Sein Vater war selber auch ein Pokémon-Experte und seine Mutter ein Kimono-Girl. Okay. Das ist so über seine Familie bekannt. Das heißt, wir treffen Bill auch nochmal. Nein. Auch wieder nicht. Nein, wir treffen Bill nicht. Und das wundert mich wirklich sehr. Das wäre eine Rolle mit so viel Potenzial, finde ich. Aber soweit mir das bekannt ist, gibt es keine weitere Anime-Folge, in der Bill auftaucht. Mensch, da lernt man so viele Leute kennen und dann... Ja, wobei er im Manga sehr, sehr häufig auftaucht. Also nicht sehr, aber immer mal wieder auftaucht im Manga. Und es da einige interessante Geschichten zu ihm gibt. Zum Beispiel ist er verwandelt worden in einem Experiment im Manga, halt nicht in ein Pokémon, sondern in einen Leoparden, irgendwie sowas. Und seine Frau ist das Mew. Seine Frau wurde in ein Mew verwandelt. Das muss man vielleicht genau lesen, um es zu verstehen. Das ist im Manga wohl irgendwie Thema. Aber ob ich dafür noch Zeit habe, das Manga mir jetzt reinzuziehen, das weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Ja, das meiste, was wir über Bill wissen, erfahren wir übrigens in den Spielen Heart Gold und Soul Silver. Da gibt es nämlich einen Pokémaniac, von dem wir die Telefonnummer bekommen können in den Spielen. Und immer wenn wir den anrufen, droppt er irgendwelche Infos über Bill. Daher wissen wir wohl das meiste. So viel zu Bill. Ja, denn sehen wir ja, dass er da nicht an den Knopf rankommt. Er schilft ihm dann und auf einmal steht er dann vor uns. Und genau, führt sie so ein bisschen rum, zeigt, was er da macht und ja, auch ganz... Ja. Ja, eine wichtige also ich finde, es gibt so zwei, drei ganz wichtige Infos, die er preisgibt, nämlich, dass es 150 bisher in Kanto bekannte Arten gibt, aber weltweit noch mehr sicherlich zu entdecken sind und er will sie alle entdecken. Also wir reden von 150 Pokémon-Arten, die es bis jetzt gibt und dass es davon einige Ausgestorbene gibt. Und es wird uns gezeigt, Aerodactyl, Kabuto, in das er sich verwandelt hatte, Ammonitas und Amoroso. Die werden uns gezeigt und es gäbe noch Kabutops und er redet von den 5 ausgestorbenen Pokémon-Arten, die es nicht mehr gibt. Und um sich besser in die Reihen zu versetzen, baut er halt diese Kostüme. Ja, dann stehen sie da und ja, so eine Art virtuelle Wand wird gezeigt und den ganzen 150 Pokémon. Ash, seine sind so ein bisschen hervorgehoben, dass man mal sieht, wie viele er hat. Und auf einmal, naja, oder er sagt, dass hier an der Küste... Der Bill sagt dann, dass sein momentanes Ziel ist, aber ein ganz bestimmtes Pokémon zu finden, nämlich ein einzigartiges, das größte einmalige Pokémon überhaupt. Und dafür gehen sie dann auf die Spitze des Leuchtturms, nach draußen. Und da ist es auch wieder sehr nebelig. Ja. Was mich total nervt. Also wie gesagt, die Folge ist wirklich dunkel und nebelig und... Ja, es ist halt so düster.
Ja, das gefällt mir nicht an der Folge. Und ja, es ist ja so eine Art ja, Gesänge, hört man dann. Ja, genau. Bill erzählt, dass er vor einigen Jahren die Gesänge aufgenommen hat von diesem Dragoran und damit ruft er das dann. Und die spielt er dann auch ab. Und wir hören eine Antwort. Und dann sind natürlich alle ganz aufgeregt und warten auf das Pokémon, das da kommt. Und dann erscheint auch schon die Silhouette, der Schatten eines sehr, sehr, sehr großen Pokémon. Hast du es sofort erkannt? Ich habe es sofort erkannt. Ja. Dass es ein Dragoran ist. Genau. Was ich nun... Und was mich wundert, dass es so übermäßig groß sein soll, gezeigt wird. Ja, das also die Größe finde ich ein bisschen... haben sie nicht konsequent durchgezogen dann. Naja, es ist halt auch, also generell ist das alles gerade nicht sehr stringent, denn Bill erzählt davon, dass es 150 bekannte Pokémon gibt. Dragoran allerdings beschreibt er ja als ein Pokémon, das noch nie jemand gesehen hat ein Einzelgänger, der sucht nach Anschluss, weil es kein anderes Pokémon seiner Art gibt. Dragoran ist aber die 149, müsste also in den 150 bekannten Pokémon sein. Ja, vielleicht denkt er aber, das ist ein anderes. Ja, das ist die einzige Erklärung, die ich habe. Es wird so ein bisschen, ja. Man erkennt, also wir wissen, dass es Dragoran ist. Okay, er müsste es dann aber auch wissen, wenn er die Silhouette sehen würde, ne? Theoretisch schon. Ja. Also in den Foren wird halt diskutiert, dass er nicht sagt, dass es das einzige seiner Art ist, sondern das einzige so große Pokémon dieser Art. Ich habe es mir nochmal angehört. Er sagt definitiv, es ist das einzige seiner Art, ein Einzelgänger, und er sucht Freunde, denn es gibt halt keine anderen seiner Art. Dragoran wird auch beschrieben als ein sehr seltenes Pokémon in der Wildnis anzutreffen. Vielleicht ist es noch nicht so extrem bekannt, aber es sollte bekannt sein, wenn wir 150 kennen. Und einzigartig und Einzelgänger kann halt gar nicht sein, denn es gibt alleine schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 unterschiedliche Dragoran, die von unterschiedlichen Trainern besessen werden. Also, das finde ich ein bisschen strange, was unser oberschlauer Bilder dann von sich gibt. Aber ja, vielleicht ist die Pokémon-Forschung auch noch im Anfang, in den ersten Zügen. Passt wieder alles schwer zusammen, aber gut, wie gesagt, wir wollen nicht vergessen, dass das alles schon über 20 Jahre her ist, weit über 20 Jahre, und dass wir ja eigentlich dankbar sein können, dass es dieses Anime gibt, und ja gut, dann sind halt solche Fehler da drinne. Wahrscheinlich haben die auch nicht mit dieser Art von Hype gerechnet, und dass man das jetzt so auseinander nimmt noch Jahre später oder damals vielleicht auch schon, damit haben sie vielleicht auch nicht gerechnet, und ja ist das, halt so. Dass es so lange geht dann vielleicht auch, ne, und so. Ja, vielleicht waren gut. Die Pläne ja damals auch gar nicht so, dass das so weit geht, ne? Kann auch sein. Ich glaube, das kannst du nicht planen, dass es 25 Jahre läuft. Ja, ne? Und daher ist er ihn verziehen. Ja, auf jeden Fall. Aber es war doch schon ganz schön groß. Auf jeden Fall freuen sich Team Rocket auch über diese Gesänge, und wir sehen sie, wie sie an der Felswand unter dem Leuchtturm hochklettert. Genau, unter dem Leuchtturm an der Felswand hängen und kriegen dann mit, oh, das ist ja ein riesen Pokémon. Das wird wahrscheinlich viel mehr bringen, wenn wir das riesen Pokémon fangen, als wenn wir jetzt den Leuchtturm da ausräumen. Und ja, James holt dann seine, ja, was ist es, Bazooka raus. Ja. Und fängt an zu feuern. Finde ich, ja, auch nicht so eine schöne Szene, muss ich sagen. Aber er selber hat auch ein mega schlechtes Gewissen. Er heult ja dabei, während er auf das Pokémon schießt. Ja. Im Gegensatz zu Jesse. Ja, wenn das jetzt Netze gewesen wären, die sie gefeuert hätten. Ja, ich dachte auch eigentlich, dass sie das tun. Und aber nee, es waren ja dann tatsächlich Bomben, Geschosse, Raketen. Bomben, ja. Und dann auf einmal wehrt sich natürlich das Dragoran und die Knöpse, und Bill sind natürlich total verwundert, was ist jetzt los, was geht hier ab. Dragoran kriegt natürlich nur mit, es kommt aus der Nähe vom Leuchtturm, kann das wahrscheinlich auch nicht einordnen und zerschmettert dann auch glatt die Spitze vom Leuchtturm. Auch Team Rocket kriegen ihr Fett weg und werden dann mal eben weggeschleudert. Ja. Und der Spruch war immer noch nicht. Nee, aber es war ein Spruch, aber ein anderer. Ich habe aber überhaupt nichts verstanden. Sie haben sich da irgendwas im Bad gebrabbelt. Ich habe versucht, das zu verstehen. Ich habe mir nichts aufgeschrieben, weil ich es nicht verstanden habe. Ja, wie gesagt, Dragoran macht ein bisschen alles kaputt und ist dann auch genauso schnell weg, wie es da war. Ja. Und alle sind so ein bisschen enttäuscht, vor allem Bill. Genau. Ja, es wird dann nochmal ein
bisschen darüber geredet zwischen den Freunden und mit Bill. Ich finde halt, dann das Gespräch ist eigentlich so, ja, wir müssen zusammenarbeiten, um die Pokémon besser zu verstehen und ihr Trainer müsst fangen, damit wir Forscher dann daran forschen können. Und ich finde die Message da schon ganz schön, so dass jeder seine Aufgabe hat und nicht jeder muss das Gleiche im Leben machen. Ne? Also jeder hat seine Stärken und Schwächen und bla 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 und wir sind alles ein großes Ganzes, um die Pokémon dann zu erforschen. Jeder kleine Teil, der dazu beigetragen wird, erzeugt dann nachher das große Ganze, ne? Genau, jeder leistet seinen Beitrag auf seine Art. Genau, fand ich auch ganz schön. Es gibt kleine Zahnräder, es gibt große Zahnräder. Ja. Und dann ist auch schon der nächste Morgen. Endlich mal ein klares Bild und dann ist die Folge vorbei. Ja. Naja, und Ash sieht noch am Himmel eine Dragoran-Wolke. Ja. Ja. Und dann ist es auch schon vorbei. Genau, das war's. Und ich muss sagen, ich fand das gar nicht so schlimm, dass das schon vorbei war. Nee, ich fand's auch, also sie war sehr kurz, die Folge tatsächlich. Oh, ich fand, die hat sich gezogen. Aber ja, gezogen hat sich's trotzdem, fand ich. Aber ich fand die wirklich nicht so interessant. Also es gab ein paar spannende Sachen zwischendurch und es war jetzt auch ganz cool, dass man halt direkt das erklärt bekommt von dem Erfinder der Boxen im Prinzip, wie das alles läuft. Es war halt eher spielmechanisch erklärt. So. Ja, und dann können wir zu unserer kleinen Neuheit kommen in der 13. Folge. Mhm. Ich gebe der Folge, ich bin echt hin und her gerissen. Ich glaube, ich gebe der Folge nur 2 Pokebälle. Habe ich auch überlegt, aber ich gebe ihr 3, denn es werden Spielmechaniken gut erklärt. Okay. Also ich finde, so um die Welt nochmal zu erklären und Mechaniken zu erklären, finde ich sie gut. Sie hat mich nur nicht sehr gut unterhalten, aber sie hat gute Infos gedroppt. Und Ash hat ein neues Pokémon gefangen. Also, und wir haben 2 Pokémon gesehen quasi. Das stimmt. Nee, ich bleib bei meinen 2, weil, also das waren jetzt wieder 18 Minuten, die sich verdammt lang angefühlt haben. Und das ist nicht wirklich was passiert. Ich habe die Folge anders in Erinnerung. Ich dachte, man kann Dragoran wirklich noch sehen. Nee. Ja. Aber ich glaube, ich habe die Folge nicht so oft gesehen. Also, ne, ich hatte ja die letzten 3 Folgen waren ja die mit den Startern und die habe ich gefühlt schon so oft gesehen. Aber an diese Folge, ich weiß, dass ich sie mal gesehen habe, denn ich weiß, dass ich gesehen habe, wie Ash ein Krabby fängt. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, die oft gesehen zu haben. Nee, oft habe ich die auch nicht gesehen, aber ich sag's mal so, ich habe nicht in Erinnerung, dass sie so langweilig ist. Ja, na gut. Genau. Wie viele Pokebälle hättet ihr gegeben? Könnt ihr uns gerne mal schreiben. 1-6. 1-6. 1 ist nicht so gut und 6 wäre Top-Folge. Das werden wir, wie gesagt, ab dieser Folge mal einführen und dann kommen wir mal zu den Pokémon, die wir heute gesehen haben. Und zwar als erstes das Krabby. Ja. Und ich kann schon mal verraten, dass sich Krabby hat eine Weiterentwicklung und entwickelt sich dann zu Kingler weiter. Genau. Kingler lernen wir irgendwann nochmal kennen. Und was kannst du uns über Krabby erzählen? Ja, Krabby ist das Krabben-Pokémon. Es ist rein vom Typ Wasser. Sein Name ist übernommen aus dem Englischen, wo es auch Krabby heißt und zwar auch genauso geschrieben. Kommt von dem Wort Crab, dem englischen Wort Crab für Krabben. Und im Japanischen heißt es auch einfach nur Crab, das englische Wort. Der einzige wirklich kreative Name, finde ich, ist der chinesische Name. Und da heißt es Großscherenkrabbe. Also, ja, da ist zumindest mehr als einfach nur ein Wort. Ansonsten gibt es auch gar nicht so wahnsinnig viel über Krabby zu berichten. Du hast schon gesagt, es entwickelt sich zu Kingler. In fast allen Pokédex-Einträgen steht, dass Krabby sehr territorial ist und sich mit seinen Scheren verteidigt und in Kämpfen oft die Scheren verliert. Die brechen wohl oft ab und wachsen dann aber nach. Das würde ja zu diesem Krabbenscheren-Essen in der Pokémon-Welt passen. Habe ich das wirklich gesagt? Wenn ich mich richtig, lass das so stehen, ich kommentiere das nicht. Wenn ich mich aber richtig erinnere, wird es Ash auch noch passieren. Ich meine auch. Mit Krabby. Ich weiß nicht, ob mit Krabby oder mit Kingler. Aber ich bin der Meinung, das kriegen wir noch zu sehen. Ja, ich meine auch. Ja, und dann haben wir noch gesehen, wenn du fertig bist. Ja, ich glaube schon. Naja, gesehen, nicht gesehen. Also wir wissen ja nur alle, dass es ein Dragoran war. Den nehmen wir jetzt heute einfach mal mit. Dragoran ist die 2. Entwicklungsstufe und zwar fangen wir mal klein an. Es gibt ein Dratini. Ja. Aus einem Dratini wird ein
Dragonir und aus Dragonir wird dann Dragoran. Für mich die, ich will nicht sagen enttäuschendste, aber ich finde von Dragonir zu Dragoran die Entwicklung, weil ich finde Dragonir halt ein sehr, sehr schönes Pokémon. Ja. Ich mag das sehr. Und dass daraus ein Dragoran wird, finde ich ein bisschen, ich hätte mir gewünscht, dass das dann entweder noch eine größere Seeschlange wird oder auch die Farbe beibehält, weil Dragonir ist so eine blaue Seeschlange, will ich es mal sagen, nennen. Und dass daraus ein Dragoran wird, irgendwie passt das für mich alles nicht zusammen. Aber gut, zu den beiden kommen wir später noch. Das wollte ich nur mal kundtun. Sag uns was über Dragoran. Oder findest du es auch? Oder bin ich da nur zu anspruchsvoll? Nee, also ich gebe dir auch recht. Ich finde, ich mag Dratini und Dragonir unglaublich gerne. Ich finde Dragonir auch wahnsinnig hübsch. Und Dragoran ist dann so ein, weiß ich nicht. Also ich fühle Dragoran auch nicht so. Ist aber ein unglaublich starkes Pokémon. Stimmt. Und ist diese Reihe ist sind die einzigen Drachen-Pokémon, die wir in Gen 1 haben. Es gibt keine anderen Drachen-Pokémon in Kanto. Der Name Dragoran im Deutschen soll übrigens kommen von Dragon und Randalieren, was ich sehr merkwürdig finde, weil eigentlich hat Dragoran den Ruf, ein sehr friedvolles Pokémon zu sein. Im Englischen wäre es Dragonite aus Drache und, also Dragon und Knight, Ritter. Und im Japanischen Kairyu aus Kairiki, übermenschliche Kraft, und Ryu, Drache. Ja. Und ein Fun-Fact zu Dragoran ist, dass Dragoran wird nachgesagt, dass er in 16 Stunden die Erde umrunden kann. Wenn wir davon ausgehen, dass die Erde in der Pokémon-Welt genauso groß ist wie unsere Erde, nämlich mit einem Umfang von 40.000 Kilometern, müsste Dragoran eine Spitzengeschwindigkeit von 2.500 km/h haben im Flug, was die doppelte Schallgeschwindigkeit ist. Also schnell. Ja, das nenne ich auch mal schnell. Ja, das ist soweit alles, was ich zu Dragoran habe. Seinen kleinen Glücksflügeln. Ja. Ja, und wir haben uns dazu entschlossen, Krabby ist ein fangbares Pokémon, weil es ja wild rumgelaufen ist. Und sogar gefangen wurde von Ash. Und gefangen wurde, das heißt, wir könnten Krabby auch fangen. Und wir haben uns dazu entschlossen, dass wir für euch auch Dragoran freigeben, weil es ist ja wild und theoretisch hätten wir es fangen können. Und wir wissen ja, dass es Dragoran ist. Also eben. Heißen Brei rumreden. Also wir geben Dragoran zur Aufnahme im Team frei. Ich bin gespannt, wer von euch Dragoran wählt. Ja, ich auch. Ich würde einfach mal mit meinem Team anfangen. Was hältst du davon? Ja, da sind wir doch noch gar nicht. Ach so. Bleib doch mal. Dachte, wir machen das jetzt gleich im Anschluss, damit es passt. Nö. Aber okay. Ich will doch noch ein paar Filmfehler erzählen. Dann mach das. Bericht. Und zwar ein jetzt nicht so gravierender, da haben wir vor ein paar Folgen andere gehabt. Als Team Rocket sagt, wo wollen wir lang gehen? Hauptstraße, Leuchtturm oder an der Klippe lang, sind Mauzis Ohren blau auf der Innenseite. Ja. Was ich aber, ich finde so eine Farbfehler manchmal, da glaube ich, dass vielleicht glaube nicht mal, dass das Absicht war. So auch wie mit Ash seinen Augen in der einen Folge, dass sie rot wirkten. Kann ja auch helles Braun gewesen sein. Also manchmal bin ich mir da halt nicht sicher, wie das vielleicht die Lichteinstrahlung zeigen soll, weißt du? Ach so, ja. Dass es so ein Lichteffekt auch sein soll, aber ja. Bei den Farben, wenn es jetzt nicht offensichtlich ist, ne, dass es auf einmal eine komplett rote Mütze ist, anstatt weiß, ja, da verstehe ich das, aber bei sowas bin ich immer so ein bisschen, kann halt passieren. Ja, dann, kurz bevor Dragoran auftaucht, stehen die drei Knipse mit Bill ja auf dem Leuchtturm. Ja. Und ein Schuh von Misty ist rot und der andere ist schwarz. Misty hat sonst aber zwei rote Schuhe an. Ja, aber da ist zum Beispiel sowas, wo ich habe die Stelle auch gesehen und es könnte theoretisch auch einfach eine Schattenentscheidung sein, weißt du? Ja, deswegen sage ich ja, bei Farben ist immer so, aber ich will es mit aufbringen, nicht, dass nachher heißt, wir haben es nicht gesagt. Dann rennen sie ja aus dem Leuchtturm raus und Misty hat pinkes Haarband anstatt ein blaues und in der anderen Szene ist es dann wieder blau. Auch finde ich auch sehr lustig, habe ich nochmal nachgeguckt, ja, das stimmt. Und dann haben wir noch einen vierten Filmfehler. Und zwar ganz am Schluss mit der Dragoran-Wolke, als Ash hochguckt, hat Ash seine Jacke auf einmal keine Taschen mehr. Ja, so ist das. Ich fand aber die Filmfehler, die wir gefunden haben, letztens viel, viel besser. Und schreibt uns, wenn ihr noch mehr Filmfehler gefunden habt als diese. Auf jeden Fall. Dann können wir jetzt zu unseren Teams kommen. Ja. Du warst ja ganz heiß drauf, dann lese ich mal los. Ich muss meins just in diesem Moment, schreibe ich mein Team jetzt auf. Ihr seid also live dabei. Ja, also ich habe immer noch
mein Pikachu auf Stufe 13. Jetzt Taubsi ist auch auf Stufe 13 mittlerweile. Smetbo behalte ich auf 11, obwohl es irrelevant ist. Nein, will ich nicht. Bisasam ist mittlerweile auf Stufe 4. Glumanda ist auf Stufe 3. Und ich habe noch ein Shiggy und das schicke ich zu Professor Eich und nehme Krabi ins Team auf. Ich liebe Krabi. Ich weiß, unpopular opinion, aber ich tausche einen Starter gegen Krabi. Shiggy weg? Ja, Wasser gegen Wasser. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Nee, damit schocke ich jetzt alle, aber ich liebe Krabi und ich möchte nicht ein Ash-Team haben, deswegen fange ich langsam an, das so ein bisschen auszutauschen und mal ein bisschen was anderes ins Team zu nehmen. Ich habe ja eh kein Ash-Team. Nee. Ich habe ja ein Biri-Team. Gut, dann mache ich mal weiter. Ich habe mittlerweile ein Pikachu auf der 13, ein Glumanda auf der 2. Bei. Ich habe ein, stimmt, Glumanda ist schon 3. Dankeschön dafür. Dann habe ich ein Bibor, ein Sandan auf der 8, ein Shiggy auf der 2 und ein Bisasam auf der 4. Und wenn das Dragoran ein Dragonier gewesen wäre, dann hätte ich sofort getauscht, aber ich bleib bei meinem Team. Du bleibst bei deinem Team, okay. Ich ärgere mich vielleicht in 3-4 Folgen, dass ich das Dragoran nicht genommen habe, aber ich glaube, ich will dann lieber warten, bis wir Dragonier sehen. Also ich meine, würden wir jetzt wirklich competitive ein Team bauen, dann wäre es jetzt richtig dumm, Dragoran reinzunehmen, weil Dragoran nicht reinzunehmen, denn Dragoran ist einfach wirklich extrem mächtig. Und in unserem Team jetzt ein Dragoran reinzuhaben, das würde mega Power bringen. Aber das ist für mich der Grund, jetzt kein Dragoran reinzunehmen, weil ich es nicht so ganz fair, cool finde. So, ja. Ja, naja, du musst ja schon auch gucken. Und das ist jetzt spontan von mir. Du weißt das noch gar nicht, was ich jetzt sagen werde. Okay. Du musst natürlich schon gucken, was du so alles mitnimmst, weil am Ende der Staffel, Staffelfinale, werden wir beide KI-mäßig gegeneinander antreten, mein Lieber. Ja, können wir gerne machen. Und da werde ich sowas von abkochen, wie ein Bohnensüppchen mit meinen Pokémon. Mach das. Ja, das war die Folge. Ich freue mich vielleicht auf nächste Woche, auf die nächste Folge. Nächste Woche ist ja Quatsch. Und dann sage ich, habt eine schöne Restwoche. Habt eine schöne Woche. Fangt weiter fleißig Pokémon. Bis bald. Bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao.